ja, die große Bühne, das Rampenlicht in vollen Stadien oder in kleinen Clubs spielen, all das hat Corona für Musiker und Bands unmöglich gemacht. Für Menschen, die von der Musik leben, ist das ein echtes Problem. Aber eine Berliner Band, die hat sich was einfallen lassen, um trotzdem auftreten zu können. Und zwar haben die sich einfach eine eigene, ganz besondere mobile Bühne gebaut. Also so richtig geil fahren kann ich ihn noch nicht. Da müssen noch ein paar Übungsstunden her. Felix Franke ist eigentlich Musiker. Aber während der letzten Monate ist er zwangsläufig auch ein bisschen Automechaniker und Fahrschüler geworden. Bin noch mal so ein bisschen gespannt, ob der halt auch mal mehr schafft als 60, 70 km/h. Er kann halt auch nur fünf Gänge, ne? Vier Gänge. Mehr kann er halt auch nicht. Also. Rückblick. Felix Frankes Coverband Bird Dogs. Anfang 2020 hat die Gruppe noch beste Aussichten auf ein erfolgreiches Jahr. Hochzeiten, Firmen-Events und Clubauftritte sind gebucht. Doch dann kommt Corona und zieht den Stecker. Das bedeutet Arbeitslosigkeit für die fünf Profimusiker. Doch die Band spielt weiter, wenn auch in etwas kleinerem Rahmen. Vom Balkon runter aus der vierten Etage und Leute, die dann in dem Moment einfach da waren, haben sich das anschauen können und wir konnten auch diese Abstandsregeln dann wahren. Und das gab eine Wahnsinnsresonanz, also von den Leuten, da gab es richtig auch Spenden an uns. Das bringt Felix Franke auf eine Idee. Wenn du als Musiker keine Bühne mehr zum Auftreten hast, sagte er sich, dann baust du dir eben selber eine. Und zwar eine fahrende, ausklappbare. Vom Musiker zum Erfinder. Franke taucht ein in die Welt der Ingenieure. Zwei Monate Arbeit später, die Geburtsstunde des Stagebully. Das jetzt also überhaupt zu sehen, dass das alles funktioniert am Ende, ist halt total geil. Dass es auch sowas zum Anfassen ist, dass man halt was steckt, ja, was aufbauen kann, was ich auch noch verstehe. Also ich bin jetzt auch nicht super praktisch veranlagt, aber das verstehe ich noch, das System. Zusammen mit einer befreundeten Firma für Veranstaltungstechnik in Berlin hat Franke den 41 Jahre alten Transporter umgebaut. In die Zukunft seiner Band, die seit 15 Jahren zusammenspielt, hat der 38-Jährige kräftig investiert. Rund 25.000 Euro für den VW T2 und nochmal rund 5.000 Euro kostete der Umbau. Der 350 Kilo schwere Aluminium-Klappaufbau ist das Kernstück. Die ganze Hoffnung ruht auf der Fahrbahnbühne. Und tatsächlich, kurz nach der Jungfernfahrt gibt es einen Auftritt für den Bully und seine Band. Der Oldtimer quält sich dafür sogar bis nach Potsdam und schafft es. Hey, wann fahren wir endlich los mit deinem alten VW-Bus? Und wie kommt der Stage-Bully bei den Zuschauern an? Ich mag alte Autos, das passt super zusammen mit der Musik. Gute Idee. Der Bulli ist total genial aufgebaut. Zum Aufklappen alles schön, Edelstahlscharniere, habe ich mir jetzt. Treppe gut, Sicherheit gut, perfekt. Es sieht ein bisschen zu kommerziell aus. Ich würde es noch ein bisschen bunter machen, also ein bisschen mehr Farbe reinbringen, dass man es von weiter weg noch besser sehen kann. Aber ansonsten finde ich die Musik auch gut. Die Jungs sind in Ordnung, finde ich schön. Ja, schön ist er, der Stage-Bully. Trotzdem sieht es mit bezahlten Auftritten weiterhin mau aus. Leider ist es so, dass wir ja schon wieder vor der zweiten Welle stehen und dass einfach ganz viele Gastronomen-Locations extrem zurückhaltend sind weiterhin mit Veranstaltungen. Es wird schwierig, wir werden improvisieren müssen, weil ansonsten bedeutet das ja eigentlich, dass man dann langfristig seinen Beruf ablegen muss. Und da bin ich persönlich noch nicht zu bereit. Felix Franke stemmt sich gegen die Krise. Ob sich seine Investition in den Stage-Bully allerdings rentiert, wird er wohl erst im kommenden Frühling wissen.